gemacht. Und der Kontakt kam über einen ehemaligen PM oder Producer, der zu Aerosoft gewechselt hat. Und der kannte uns noch von anderen Projekten. Und ja, dann haben wir uns einfach zusammengesetzt. Und dann haben wir so über mögliche Projekte geredet, wie man das so zwischen Entwickler und Publisher macht. Und ja, dann kam das Thema Blaulicht und Feuerwehr halt auf den Tisch. Ne? Aerosoft ist ja bekannt für Simulationen. Und da haben wir gesagt, so, auf jeden Fall, super spannendes Thema. Wir hatten vorher schon mal uns an so einem THW-Simulator versucht und an anderen Spielen oder Simulationen aus diesem Bereich und ja, fanden das eine ganz spannende Aufgabe. Und dann haben wir halt losgelegt. Genau. Das ist so. Wie lange haben wir dran gesessen? Oh, wie lange haben wir dran gesessen? Gefühlte 4 Jahre? Ja, ich glaube auch 2 Jahre, 2,5 waren es auf jeden Fall, die wir damit verbracht haben, bis das Ganze rauskam. Es rauskam und dann hatten wir noch lange hinterher so Patches nachgeliefert und Erweiterungen, das DLC mit dem Kev. Da, ja, ich fühle, das fühlt sich so an, als würden wir die ganze Sache schon über 10 Jahre machen. ja, lass uns vielleicht gleich weitermachen. Was ist mit der PlayStation 4 Version? Ja. Was ist mit der PlayStation 4 Version? Sagen wir es mal so, Autobahnpolizei hat gezeigt, ihr habt Bock auf Konsolenspiele. Wir haben Simulationsspieler auf der Konsole an Gro und da haben wir sicherlich ein Auge drauf, würde ich sagen, Carsten, oder? Ja, das ist deine Baustelle. Danke. Ja, wir haben ein Auge drauf. Wir wollen erstmal uns auf die PC-Version konzentrieren, die auf jeden Fall erstmal fertig machen. Und ja, wenn die fertig ist, steht, glaube ich, der Konsolenversion, wenn genug Interesse da ist, nichts im Wege diesmal. Wird es ein WLF geben? In Notruf 2. Ein was? WLF. Nein. Das WLF haben wir erstmal ausgeklammert. Also ich weiß nicht, ob wir es irgendwann doch noch einbauen. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Aber jetzt erstmal zum Release haben wir es erstmal außen vor gelassen. Hintergrund ist, dass uns zu wenig Einsätze einfallen, die man mit diesem WLF machen kann. Notruf 112 ist ja immer sehr, geht ja sehr in die Tiefe von der Simulation und nicht so sehr in die Breite. Das heißt, wir haben jetzt keine Großschadenslagen und wir werden jetzt auch nicht irgendwie riesige Katastrophen in Szene setzen, sondern wir machen mehr so on point detaillierte, kleinteilige Geschichten und da passt das WLF momentan noch nicht so richtig zu unserem Konzept. Dafür haben wir ein paar andere neue Fahrzeuge schon gezeigt, wie den RTW. Vielleicht können wir da auch gleich drauf eingehen, den RTW. Hier war eben die Frage, kann man den Patientenraum des RTWs betreten und kann man in den Singleplayer auch fahren? Fahren ja, betreten, das steht noch nicht fest. Also wir haben den drin im Spiel, man kann auch schon einsteigen und damit rumfahren. Die Patientenware haben wir noch nicht implementiert und Patientenabtransport auch noch nicht. Das steht so in den nächsten Wochen auf dem Programm und wie genau wir das dann lösen, werden wir dann sehen. Genau. Wichtig kommt immer so ein bisschen drauf an. Wichtig ist vielleicht zu sagen, wir konzentrieren uns trotzdem erstmal auf die Feuerwehr, nicht auf den Rettungswagen, weil wir eine Feuerwehrsimulation sind und alles drumherum natürlich irgendwo eine Rolle spielt, aber nicht die Hauptrolle. Ja. Also wir haben jetzt in diesem Teil vielleicht kurz eingeschoben. Wir haben ja Personenrettung implementiert. Ne? Und wenn es Leute vom Balkon sind, bei einem Wohnungsbrand oder irgendwie sowas, und es geht halt darum, genauso wie beim VU, dass man die Leute halt abtransportiert, dass die halt zum RTW gebracht werden oder auf die Bahre und dann in den RTW rein und dass man die halt ins Krankenhaus bringt, weil das ist schon so ein wesentlicher Aspekt von so einem Einsatz. Deswegen haben wir diesen RTW jetzt etwas stärker mit eingebunden. Genau, man erinnert sich vielleicht an den VU3 in Notruf 1, der Krankenwagen stand rum, aber hat keine Funktion. Diesmal wird er einfach eine wirklich größere Rolle spielen und im Gameplay wiedergespiegelt, würde ich sagen. Genau. Die Wache, leidiges Thema. Was ist in der Wache los? Was für Aktivitäten haben wir in der Wache? Kann ich in der Wache Kaffee trinken? Kann ich in der Wache schlafen? Kann ich in der Wache Pong spielen? Ich weiß es nicht. Also die Wache, beziehungsweise das Wachleben. Was wir
bis jetzt eingebaut haben und was wahrscheinlich auch bis zum Ende drin bleibt. Ich muss dabei sagen, wir entwickeln das Ganze sehr agil. Das heißt, Features, die jetzt drin sind, die sich am Anfang vielleicht gut angefühlt haben, die dann aber in Kombination mit anderen Features irgendwie dann doch nicht mehr so richtig passen, fliegen dann auch schon mal raus oder werden umgebaut. Also wir sind da so ein bisschen am Rumfeilen und unseren Weg am Finden. Es ist so, dass wir das Wachleben so ein bisschen schon einbinden. Allerdings werden wir jetzt erstmal zum Release keinen Kaffee kochen und keinen Ping-Pong haben. Aber was wir drin haben, ist, dass wir oder der Spieler übernimmt eine Wache, eine A-, B- oder C-Wache. Und er ist dann in diesem Rhythmus, dass er quasi alle 3 Tage einen Spieltag hat. Das spult dann quasi im Kalender immer vor. Und wenn ich dann morgens antrete, zum Dienstantritt, 7 Uhr, ist es so, dass ich dann ganz normal erstmal antreten habe. Dann kriege ich ein paar Informationen und ich kann beliebig natürlich wieder die Rolle wechseln. Und danach gibt es erstmal einen Fahrzeugcheck. Das heißt, ich übernehme die Fahrzeuge von der Wache davor. Ich fahre die Fahrzeuge auf den Hof. Ich überprüfe die Grundfunktionalitäten. Also die Drehleiter rauf, runter fahren, die Stützen ausfahren, die Lichtanlage checken. Ist Wasser im Tank? Funktioniert das Schnellwischsystem? Funktioniert die Pumpe? Baut die Druck auf? Sind die Geräte alle drin? Der Angriffstrupp überprüft seine PA, also der geht halt hin und checkt halt die Geräte. Genau, und dann packt man die Fahrzeuge wieder in der Fahrzeughalle und wartet dann halt auf den ersten Einsatz. Und was wir uns ausgedacht haben, was ich an der Stelle schon verraten kann, ist, es gab ja im ersten Teil immer so die eine Fraktion, die gesagt hat, so, ja, da kommen irgendwie alle 5 Minuten Einsätze, das ist irgendwie auch nicht realistisch. Manchmal wartet man ja stundenlang. Die anderen haben gesagt, so, oh, die 5 Minuten sind unerträglich langweilig. Man hat ja auch nicht viel zu tun. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, man kann auf der Wache rumlaufen und kann einfach auf den nächsten Einsatz warten. Wie genau da die Zeitspanne ist, das kann man halt einstellen oder das werden wir einstellen. Aber man kann sich auf einen Stuhl setzen oder dann, wenn es dunkel geworden ist, in ein Bett legen. Und in diesem Augenblick wird dann quasi bis zum nächsten Einsatz vorgespult. Das heißt, man überbrückt diese Downtime, wenn man möchte. Dann wird der Bildschirm kurz dunkel, dann wird er halt wieder hell und dann gibt es einen Alarm oder eine Alarmierung und dann geht's los. Genau. So hat der Spieler, der das Wachleben erleben will, seine Vorteile und auch der Spieler, der Einsatz nach Einsatz durchballern will. Genau. Ja, was hatte ich hier eben gesehen? Warum haben wir keinen Mercedes-Stern in Notruf 112? Ganz einfach, wir haben die Lizenz nicht. Es gibt Partner, die sind super einfach zu überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten oder die freuen sich sogar drüber. Andere Partner haben da keine Lust, wollen Unmengen an Geld sehen, aber deswegen haben wir euch ja die Modding-Möglichkeit geboten, wo ihr ganz einfach den Mercedes-Stern oder auch jeden anderen Stern, anderes Zeichen auf die Fahrzeuge selber rüberbekommt. Sonst gerade noch wird es mal Lizenzen geben. Ich glaube, wir haben ja schon ein paar Lizenzen. Carsten, willst du dazu noch ein bisschen was sagen zu den Lizenzen, die wir bereits haben? Ja, es gibt halt so eine Liste. Ein paar Unternehmen haben wir angeschrieben, ein paar haben schon zugesagt. Also Giamix ist ja umformiert worden in, wie heißen die jetzt? Ituri, glaube ich. Die sind ja aufgekauft und dann nochmal ausgegliedert worden. Wir haben mit Rosenbauer nette Gespräche gehabt, die sofort gesagt haben, ja klar, könnt ihr das Rosenbauer-Logo draufpacken. Ein paar Texturen müssen wir tatsächlich noch ergänzen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, und dann gibt es halt so die üblichen Verdächtigen, auch an den Werkzeugen oder an den Tools, auf den Fahrzeugen, die werden wir auch nach und nach alle anschreiben und wenn die möchten, werden wir dann die Original-Markennamen übernehmen. Ob das von einem Generator ist oder vom der Hydrofix, was ja die Kübelspritze ersetzt auf dem LF24, all diese Dinge. Genau, ich habe. Das ist noch so im Flow. Ich habe euch mal einen Link in den Chat geworfen, für die Leute, die hier rausfliegen oder so und Platz machen oder sonst was, können bei Kaktushose auf Twitch das Ganze auch mitverfolgen. Danke, cool. Kaktushose. Ja, wir waren ein bisschen überwältigt und ich muss sagen, wir waren gar nicht bewusst, dass 100 Leute Schluss bei Discord ist. Fürs nächste Mal wissen wir das Bescheid. Ja. Was wird das Spiel kosten? Ja, ist noch nicht klar, können wir einfach mal so sagen. Das kommt so ein bisschen drauf an, was wird alles noch reinkommen ins Spiel bis zum Release. Natürlich auch, wo ihr es kauft, ob ihr schon vielleicht andere Titel aus der Reihe hattet und dadurch vielleicht ein bisschen was sparen könnt unter anderem. Aber ich denke, ein Preis, es wird nicht groß was anderes werden, als was ihr gewohnt seid von ähnlichen Simulation-Titeln. Wir werden hier keine 60 Euro oder sonst was nehmen.
Freiwillige Feuerwehr. Das macht vielleicht auch nochmal ganz kurz zum Preis. Das ist ja auch so eine Kalkulation, die man halt macht, ne? Das ist jetzt eine deutsche Feuerwehrsimulation. Das heißt, wir bedienen hier einen deutschen Markt. Und dann haben wir ganz viele Feuerwehrleute, die das spielen möchten. Die sind aber nicht unbedingt immer alle Gamer. Das heißt, die haben auch nicht unbedingt immer die Hardware, um das zu spielen. Das heißt, unsere Zielgruppe schränkt sich natürlich immer so ein bisschen ein. Und da muss man immer gucken, wie viel Budget hat man jetzt schon verbrannt, wie viel ist schon in das Produkt reingeflossen und wie groß oder wie viel Geld kann man da verdienen. Und da muss man halt immer so ein bisschen jonglieren und gucken, was ist so ein Verkaufspreis von so einem Titel. Aber so vom Gefühl her, Fabian, korrigiere mich, aber ich glaube so beim ersten Teil, ja, da werden wir auch genau. So ungefähr grob orientieren. Genau. Aber nagelt uns da jetzt bitte nicht auf den Euro fest. Leidiges Thema, was immer wieder aufkommt, was wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, vielleicht sollten wir es nochmal ansprechen, ist die Freiwillige Feuerwehr. Mhm. Und warum wir, ob sie im Spiel drin ist zum Release oder nicht, oder warum nicht, kommt sie später, kommt sie überhaupt nicht? Vielleicht sagen wir da ein bisschen was zu. Vielleicht sage ich erstmal ganz kurz zum Anfang, sie ist wahrscheinlich zum Release nicht drin. Das hatten wir ja schon mehrfach gesagt, weil wir uns vor allem auf den RTW konzentriert haben. Der RTW bietet in unseren Augen erstmal mehr Gameplay-Möglichkeiten, mehr Tiefe, wobei die Freiwillige Feuerwehr vor allem identisches Gameplay vielleicht aus einer leicht anderen Sicht bietet. Carsten, vielleicht kannst du auch noch kurz dazu was sagen. Ja, das trifft es im Prinzip genau. Also wir haben ja eine gewisse Zeit, wir haben ein gewisses Budget und wir haben uns einfach dafür entschieden, dass wir, also jetzt beim Testen und jetzt, wo auch schon eine Menge zu spielen ist, dass man das Gefühl einfach hat, also der RTW, wenn der einfach nur da rumsteht und vor sich hin dümpelt, das ist irgendwie zu schade, da muss ein bisschen mehr passieren. Und das mit der Freiwilligen Feuerwehr, das ist etwas, was man erstmal unabhängig davon machen kann, von den Einsätzen, die wir jetzt haben, ne? Und da gibt es natürlich auch noch viele Design-Hausaufgaben, die wir machen müssen. Es gibt da verschiedene Ideen und Konzepte, wie man die Freiwillige Feuerwehr denn jetzt implementiert in das Spiel. Ob man es über Nachalarmierung macht oder ob man sich im Hauptmenü entscheiden kann, ob man Freiwillige oder Berufsfeuerwehr spielen kann. Das wäre auch noch eine Option. Das liegt alles noch auf dem Tisch. Und das braucht auch noch ein bisschen Zeit. Und die Zeit wollen wir uns auch nehmen. Und deswegen haben wir gesagt, die Freiwillige Feuerwehr priorisieren wir nach hinten. Ist so ein Kandidat für, wenn, dann nach Release und dann als DLC und dann aber auch kostenlos. Genau, also die Zusage ist auf jeden Fall, Freiwillige Feuerwehr, ja, im Regelfall kostenlos, weil wir es euch versprochen haben. Was wird das Goodie sein? Was wird mit Notruf 1-Käufern sein? Dafür verraten wir, glaube ich, noch nicht zu viel. Wir sagen, wir haben was im Hinterkopf. Auf jeden Fall wird es eine Preisreduktion geben, wenn ihr zumindest in einigen Stores kauft und Notruf 1 gekauft haben, wahrscheinlich Steam und bei uns direkt bei Aerosoft über die Seriennummer oder bei Steam direkt automatisch. Aber wir sind da auch noch am Tüfteln, ob es was da oben raufkommt als kleines Sahnetörtchen. Lass mich hier mal weiter scrollen. Multiplayer, Multiplayer, Multiplayer habe ich hier ganz oft rumfliegen sehen. Vielleicht lass uns dazu was sagen und aber auch gleich auf das Video vom guten Ansgar vom Nordrhein TV Play hinweisen, wo wir auch schon, was heute hoffentlich kommt, lieber Ansgar, und was ein bisschen auch schon was so Multiplayer verrät und auch coole andere Features euch anteasern wird. Der Multiplayer, was ist neu? Was ist anders als bei Notruf 1? Alles, würde ich sagen, erstmal. Notruf 1 war für uns ein Testbrett. Wie funktioniert Multiplayer? Worauf legt ihr Wert im Multiplayer? Was ist interessant im Multiplayer? Und vorweg sag ich einfach mal, Notruf 2, alles was im Singleplayer geht, geht auch im Multiplayer. Wir haben angefangen, jede Mission wird erst im Multiplayer umgesetzt und dann im Singleplayer. Der Singleplayer ist im Prinzip der Multiplayer, nur dass ihr keine Freunde beim Mitspielen habt oder auch fremde Leute, sondern die KI übernimmt Aufgaben. Vielleicht kann Carsten uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Das war auch nochmal das Rad zurückdrehen. Im ersten Teil war es nie geplant, Multiplayer zu machen und wir haben uns irgendwann entschlossen, wir probieren es einfach mal aus, ob es überhaupt technisch möglich ist.
auf dieses Gameplay und das Zusammenarbeiten zwischen Spieler und KI überhaupt sowas aufzusetzen. Das hat einigermaßen funktioniert, aber man muss natürlich dabei sagen, ein Multiplayer, den man auf ein fertiges Spiel nachträglich aufsetzt, das ist nicht unbedingt einfach und angenehm umzusetzen. Also es läuft ja einigermaßen, deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben da jetzt so viele Erfahrungen mit gesammelt, dass wir jetzt im zweiten Teil von vornherein einen Multiplayer berücksichtigen. Das heißt, wir fahren so eine Parallelentwicklung, das heißt, wir haben quasi wirklich teilweise mit dem Multiplayer angefangen und alle Features, die reinkommen, deswegen dauert die Entwicklung auch so ein bisschen länger, werden quasi einmal in beiden Welten umgesetzt und müssen dann entsprechend auch getestet werden. Und ja, wie du schon gesagt hast, man spielt es genauso wie im Singleplayer. Im Gegenteil, nicht im Gegenteil, anders als im ersten Teil wird es so sein, dass man jetzt nicht in der Lobby eine Runde von Leuten versammeln muss und dann gleichzeitig das Spiel startet, sondern jemand kann als Host ein Spiel starten und kann gegebenenfalls sogar schon alleine anfangen, da ein bisschen rumzulaufen, zu spielen, sogar eine Mission annehmen, einen Einsatz annehmen und die anderen können bei Bedarf dann dazu joinen, nach gewissen Regeln, die Genau. dann in der Lobby noch verabredet werden müssen. Und die bekommen dann, die springen dann quasi in den laufenden Einsatz und übernehmen dann eine KI-Rolle. Was wir vielleicht auch noch sagen können: Dedicated Server. Es muss nicht jemand ein Host sein, sondern man kann auch einen richtigen Server mit einer Serverversion von Notruf 112 dann starten, wo das Ganze drauflaufen wird. Genau, momentan wird das auch noch parallel auch noch dazu mitentwickelt. Das läuft dann unter Linux momentan. Bis jetzt sieht es auch ganz gut aus, dass wir das bis zum Release durchgezogen bekommen. Und ja, das werden wir dann auch zur Verfügung stellen. Genau, dann habe ich hier öfters die Frage nach Skins. Können wir die Sichtbarkeit, die Sortierung von Skins einfach machen? Wie können wir Skins schützen und. Skins ist so ein Thema, was wir letzten Monaten ja ziemlich hart angegangen sind mit dem Showroom. Ich glaube, erstmalig, dass wir so viel Energie in eine Version vorab, um ja euch die zu geben, hineingesteckt haben. Die Gibt Sichtbarkeit. es zwei Gründe für, warum wir es überhaupt gemacht haben. Das erste ist natürlich, ist eine Marketing, Geschichte, Idee gewesen, dass wir gesagt haben, wir haben eine Simulation, die sich fast nur in Deutschland verkauft, um ein bisschen Geld zu verdienen, um auch was wir auch wieder in das Produkt stecken und um es noch erweitern zu können. Wie kann man im Ausland noch ein paar Käufer aktivieren? Und dann haben wir halt gesehen, dass bei Notruf 1 mit den Skins schon sehr viele internationale Skins gemacht wurden. Also türkische Feuerwehr und ich habe auch irgendwo mal eine japanische gesehen und sowas. Und dann haben wir gesagt, so diese Fahrt, die man dann aufnimmt beim Verkaufen der Version, das ist immer am Anfang von dem Produkt, gerade im Ausland. Da hat man gerade bei Steam so eine kurze Phase, wo man so Aufmerksamkeit hat. Und dann haben wir gesagt, wir machen diesen Showroom und wenn wir schon ein paar internationale Modder und Skinner dazu bekommen, ein paar schöne Skins zu machen von der polnischen Feuerwehr und hast du nicht gesehen, und die schon zum Release einfach zur Verfügung stehen, ist natürlich die Motivation, wenn das Produkt sichtbar ist, das auch zu kaufen im Ausland vielleicht höher und das kommt uns ja dann zugute. Das war die eine Geschichte und die andere Geschichte war einfach, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt diesen komischen Coronavirus, unter dem wir alle leiden und wir haben halt viele Leute, denen teilweise auch langweilig ist, auch unsere jüngere Zielgruppe, die nicht zur Schule gehen können. Das mit dem E-Learning ist ja auch in vielen Bereichen eine Katastrophe. Und haben gesagt, so, wie können wir den Leuten was Gutes tun, damit die ein bisschen beschäftigt sind? Und dann, ja, haben wir gesagt, komm, dann ziehen wir diesen Showroom einfach vor. Das wollten wir eigentlich später machen, machen den halt jetzt schon, dass wir halt diese Phase halt auch mal überbrücken können und ja, auch so ein bisschen was für die Community halt tun. Genau. Das haben wir noch ein kleines Update gemacht. Aber ich denke, das war es jetzt auch erstmal. Der Showroom wird jetzt erstmal so bleiben. Da werden wir jetzt nicht mehr so viel Zeit investieren. Es sei denn, es gibt noch irgendwas Spannendes. Dann sind wir natürlich immer flexibel. Aber im Prinzip ist er jetzt, wie er ist. Und ich muss sagen, die Ergebnisse, die Arbeit, die wir da reingesteckt und was wir halt sehen, die Skins, also echt Ey, wahnsinnig der coole Skins. Eiswagen, Carsten. Wie oft Der wünschen wir uns Eiswagen. den Eiswagen im Sommer, dass der bei uns vorbeikommt mit Blaulicht, sag ich mal. Ja, das war eine coole Sache. Da werden wir uns vielleicht auch noch was einfallen lassen, was wir da noch mitmachen. Nee, also wirklich total tolle Skins dabei. Ich bin echt beeindruckt über die Qualität. Wir haben uns natürlich auch im Vorfeld viel Mühe gegeben, wenn wir nur zum Beispiel die UV-Abwicklung
komplett neu von allen Fahrzeugen gemacht habe, sodass es auch einfacher ist, Fahrzeugteile, die zusammengehören, wiederzufinden und diese Repaints halt aufzusetzen. Genau. Gibt es noch eine Frage im Chat? Nee, ich glaube, wir können aufhören. Ich lese gerade immer wieder, werden mehrere Einsätze im Multiplayer gleichzeitig kommen und kommt auch eventuell eine Leitstelle im Multiplayer hinzu, ein Spieler steuern können, hinzu, die einen Spieler steuern können. Und was ist das Spielerlimit? Drei Fragen eigentlich gleich. Vielleicht wie mehrere Einsätze gleichzeitig. Im Moment nicht. Das Vielleicht in die wäre, Zukunft. es könnte theoretisch technisch möglich sein. Wir haben da auch mal was getestet, aber das einfach nochmal umzusetzen, das frisst einfach nochmal eine Menge Ressourcen, also nicht zum Release. Leitstelle? Nein. Aber sowas in die Spieler steuern und so. Ich würde mal sagen, da verraten wir jetzt hier nichts, sondern da guckt ihr beim Ansgar vorbei, beim Nordrhein-TV. Da haben wir ein bisschen was schon erzählt darüber und da wird auch bald mehr zu sehen sein über so einen neuen interessanten Modus in Notruf 112, würde ich sagen. Der letzte Teil war maximale Spieleranzahl. Haben wir uns da schon festgelegt? Nein. Nee, ne? Nein. Ihr Wir alle pirschen uns zusammen? da so langsam ran. Die maximale Anzahl an Teilnehmern ist natürlich begrenzt durch den Moin. Löschzug. Also, wenn keine Einsatzkräfte mehr da sind, dann kann man ja auch keine Rolle mehr übernehmen. Also, das wird das Maximum sein. Die Frage ist, ob die Technik das mitmacht. Das müssen wir so ein bisschen gucken, wie viele Leute man da halt reinbekommt. Schauen wir mal. Genau. Dann hatte ich noch beim Multiplayer öfters eben gesehen, Cross-Plattform-Multiplayer. Jungs, wir sind noch Wir nicht sind mal mit der PC-Version fertig. so ein ganz kleines Entwicklerstudio. Gebt uns doch ein bisschen Luft zu atmen. Cool wäre es natürlich, aber. Cool wäre es, aber im Moment, die PlayStation wird dann den Fokus auch erstmal auf die Singleplayer-Version legen, glaube ich. Das nochmal was ganz anderes ist für eine Konsole, ein Produkt zu entwickeln, da die Prozesse auch komplett anders sind. Werden wir uns da erstmal auf den Kern fokussieren und dann gucken, was können wir auf der PlayStation noch machen. Aber ein Traum wäre das, glaube ich, für uns genauso, wenn ich mit Carsten, der da sitzt, aus dem Wohnzimmer mit der PlayStation zusammenspielen könnte. Wer spricht die Ansagen in Notruf 112? Zwei wahrscheinlich dann. Ansagen? Ey, Ansgar, machst du wieder? Ich denke, da haben wir eine Person sicher, was wir aber trotzdem zu Ansagen und Stimmen sagen kann, Carsten. Was ist neu in Notruf 2 bei, wenn ich Thema Stimme sage? Du bist der Producer, verrat du es. Okay, wir wollen alle Passanten, beziehungsweise es wird jetzt Passanten geben, passend zu Einsätzen. Stellt euch vor, ein Containerbrand nehmen wir in einem Carportkasten. da brennt ein Container und dann steht da eine Person und sagt: Oh, hey, cool, dass ihr endlich angekommen seid. Hier brennt schon Lichterloh. Wir haben euch doch schon vor so langer Zeit angerufen und das wird natürlich alles vertont werden. Es wird viel mehr Interaktion zwischen den Feuerwehrleuten geben. Ich bastel ja öfters einfach Carstens, Multiplayer Carstens Schlauchsysteme auseinander und die Löschwasserversorgung. Und ja, die KI haut einen mittlerweile rauf. Ey, Fabian, was machst du da für Mist? Lass die Finger von der Schlauchversorgung. Oder was wieder, hast du wieder gepennt? Was denn los? Druck auf die Leitung. Ich denke, da werden wir einiges an Aufnahmen haben und das Ganze einfach noch ein bisschen interaktiver, mehr Feuerwehrleben reinbringen. Ja, ich denke, das bringt ja, viel Atmosphäre rein. Ne? Genau. Das wird schon was bringen. Wird man Funksprüche selber starten können oder geht das wieder automatisch? Indirekt. Also momentan ist es so, dass die Funksprüche durch meine Handlungen initiiert werden und abgesetzt werden. Da verrate ich jetzt noch nicht zu viel, weil das ist auch noch so ein bisschen Work in Progress. Aber momentan ist der Plan halt so, dass wenn ich etwas tue, was relevant ist, wo in der Realität ein Funkspruch abgesetzt wird auf 2 oder 4 Meter Funk, dann wird das bei uns dann halt auch passieren. Also jein. Was habt ihr eigentlich zur Gamescom geplant? Ja,
eigentlich ein schönes Treffen mit Carsten, mit euch am Stand zum Teil wieder. Eigentlich wieder den coolen Feuerwehr-MAN-Chassis am Stand stehen haben mit einer neuen Version. Aber Wahrscheinlich sogar einen neuen. Ja, da hat uns alles einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gamescom findet ja nicht statt. Stellt uns vor neue Herausforderungen. Nicht nur bei Notruf 112, sondern bei all unseren Produkten. Wir sind da im Moment in Planung, wie wir ein digitales Event auf die Beine stellen können. Vielleicht in Richtung, was ihr hier gerade seht, nur mit viel mehr Gameplay und vielleicht mit Demos und. Es ist noch ein bisschen hin bis August, aber wir haben auf jeden Fall die Gamescom und das Ganze drumherum im Kopf und werden euch, denke ich, eine schöne Show bieten können. Braucht ihr noch Synchronsprecher? Ich mache es kostenlos. Kommen wir drauf zurück. Wir könnten dann zur Gamescom ein Casting machen. Deutschland sucht den super Speaker. Ja, mit ein bisschen Glück kommt er vielleicht in den Recall. Du, Fabian, machst den Dieter Bohlen. Was haben wir hier noch? It's not a bug, it's a feature. Wird es Passanten geben als Gaffer? Insgesamt mehr Aktionen mit Zivilisten. Wie eben gesagt, auf jeden Fall ja. Sogar ein bisschen mehr Story, würde ich sagen, in den Missionen, Carsten. Kannst du mal ein Beispiel bringen? Ja, Story ist jetzt übertrieben. Ja, es wird NPCs geben, die rumlaufen. Das hatten wir auch schon im ersten Teil drin. Und es wird NPCs geben, die am Einsatzort rumstehen. Mit einigen kann man halt interagieren. Das heißt, ich kann als Einsatzkraft hingehen und ich kann die halt ansprechen. Und manche sind relevant für den Einsatz und geben mir wichtige Informationen. Das heißt, sie sind sozusagen Teil der Ortsbegehung. Das heißt, ich gehe halt hin zu einer Person, die auf sich aufmerksam macht und die wird dann sagen, ja, hallo, ich hatte angerufen, folgendes. So. Das heißt, ich als Spieler habe dann schon mal so ein paar Grundinformationen. Das ist halt optional, ich kann die Frau auch stehen lassen und weiß vielleicht sowieso, was passiert oder ich hatte den Einsatz auch schon mal, vielleicht auch nicht, und kann dann hergehen und das einfach ignorieren. Und es wird auch Passanten oder NPCs geben, die dann in der Welt rumstehen, denen ich zum Beispiel noch gewisse Sachen mit auf den Weg geben kann. Zum Beispiel, bitte verlassen Sie den Einsatzbereich, hören Sie auf zu filmen oder solche Dinge. Das wird natürlich jetzt nicht irgendwie so eine Crowd Control ausarten, dass da irgendwie hunderte von Gaffern rumstehen. Das macht auch die Performance irgendwann nicht mit, aber wir haben es schon berücksichtigt. Ja. Es ist ja, die Stadt an sich ist ja komplett belebt mittlerweile. Wenn man guckt, nicht nur grafisch und von der Orthografie ist die Stadt komplett cooler geworden und gigantisch fühlt die sich jetzt an. Sondern da laufen jetzt auch sehr viel mehr Passanten rum. Verschiedene KI-Autos haben wir nochmal nachgebracht. Rund sieht die komplette Welt einfach, glaube ich, realistischer, belebter aus. Wird man nachalarmieren können. Ja, aber jetzt nicht so in epischer Breite, sondern immer so passend zum Einsatz. Also als Beispiel, ich werde zum Beispiel zum Baumsäge-Einsatz gerufen und stelle fest, da liegt nicht nur ein Ast auf der Straße, sondern da hängt sogar noch ein zweiter Ast im Baum, dann kann ich da spontan auf die Drehleiter nachalarmieren. Oder ich habe zum Beispiel einen Einsatz, wo eine ältere Dame involviert ist und die ist sehr, sehr aufgeregt. Und normalerweise ist es so ein 0815-Einsatz. Aber ich denke mir, mein Gott, die ist so mit Schnappatmung hier zugange. Da rufe ich lieber meinen RTW noch und lasse die noch mal ein bisschen betreuen. Vielleicht hat die einen Schock oder sowas oder ist mit der Situation überfordert. Und zu bestimmten Einsätzen kann ich halt nachalarmieren, genau. Wie sieht es bei Brennen aus? Werde ich da Personen finden können? Gibt es verletzte Personen beim Brennen, die ich aus höheren Etagen rausholen muss? Jein. Verletzte Personen, nein. Personen vom Balkon? Definitiv. Diesmal geplant mit Animation sogar. Vielleicht können wir zu den Brennen insgesamt noch ein bisschen was sagen. Was ist bei Notruf 1, wenn ich mir einen Zimmerbrand angucke und bei Notruf 2 jetzt? Das sind ja Welten, Carsten. Von zerberstenden Fensterscheiben bis hin zu Qualm, der aus den Fensterscheiben rausgeht und wirklich mir eine Rauchsäule am Himmel bietet. Nullsicht, so dass ich zum Verzweifeln komme, würde ich sagen.
und Objekte, die wirklich abbrennen. Wenn wir bei den Brennen sind, vielleicht das Feuersystem auch noch mal ganz kurz. Was hat sich denn da geändert? Im Prinzip ist es, was unter der Motorhaube an Berechnung abläuft, ist ähnlich wie im ersten Teil, nur die Visualisierung des Ganzen ist komplett anders und neu. Also wir haben jetzt keine Fluid-Simulation, die ja nur in einem geschlossenen Gefäß quasi funktioniert, sondern wir haben umgeschwenkt auf ein Partikelsystem. Das wirkt grafisch halt anders, hat Vor- und Nachteile. Also so Partikel in der Spielwelt im Zaum zu halten, dass sie zum Beispiel irgendwie das Feuer nicht durch eine Wand dringt und solche Sachen, das ist schon eine Herausforderung. Aber es gibt halt mehr Möglichkeiten, das Ganze in Szene zu setzen. Was komplett neu ist, dass wir, also ich glaube, ich habe irgendwann auch mal im Entwicklung des News Channel habe ich mal so ein Bild von so einem Wohnungsbrand gepostet. Also wenn man rumtrödelt und lange nicht löscht und dann die Wohnung betritt, da bleibt halt nicht voll von übrig. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Schadensmodelle gemacht. Das heißt, manche Möbel brennen in verschiedenen Stufen halt ab und haben einen Zerstörungsgrad. Wir haben Texturen, die über einen Shader dann komplett mit Ruß belegt werden, Bodenbelege, Decken, Wände und sowas genau. Es können Fenster platzen ab einer gewissen Temperatur. Wie genau das technisch funktioniert, das ist, glaube ich, ein abendfüllendes Thema. Das können wir gerne noch mal machen. Das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Dann schaffen wir vielleicht am Ende noch ein, zwei Fragen. Lustige Frage. Frage von mir an dich, Carsten. Zu wie viel Prozent ist das Spiel denn bereits fertig? Ich kann dich gerade nicht verstehen. Du hast gerade abgehakt, Fabian. Carsten, eine Prozentzahl, eine Prozentangabe, die können wir euch wirklich nicht geben. Ich glaube, Zum Release oder zum, was wir alles uns irgendwann mal vorgenommen haben. wir können so sagen, wir sind in unserer Timeline gut. Bist sogar sehr gut zum Teil unterwegs und wir sehen keine gigantischen Verzögerungen in der ganzen Sache derzeit. Wir sind ganz gut durchgekommen bis jetzt. Das Einzige, was man noch nicht so genau abschätzen kann, ist halt der Testaufwand am Ende, ne? Gerade mit dem Release, Aerosoft ja. wird. Genau, Aerosoft wird dann ab einer gewissen Produktionsreife ein externes QA-Studio beauftragen, die das professionell machen. Und da muss man einfach sehen, wenn dann irgendwie die Anzahl und Qualität der Bugs ist dann halt hinterher entscheidend, weil das nochmal am Ende sehr viel Zeit kosten kann. Ne? Viele Dinge kriegt man einfach gar nicht abgetestet. Ne? Also, wie gesagt, bei Crinetics sind wir ja nur eine Handvoll Leute und Wir kriegt mal auch. 12 Leute für den Multiplayer zusammen. Und ja, das ist so ein bisschen. Das könnte nochmal sportlich werden, aber wie gesagt, der Vorteil, den wir halt haben, ist, dass wir ja die Welt nicht mehr generisch haben. Das heißt, dass alles überall passieren kann und du halt wahnsinnig wirst beim Testen, sondern wir haben jetzt feste Einsatzorte und man kann die Sachen immer wieder herleiten und reproduzieren. Und wenn irgendwo ein Fehlerchen ist oder irgendwo es klemmt oder sowas, dann kann man genau diesen Zustand wieder erspielen in dieser Form und dann ist auch das Bugfixen wesentlich einfacher. Genau. Wie, ja, wie sagen wir es euch? Beta-Tester. Wir kriegen jeden Tag hunderte Anfragen. Sei es per Mail, sei es per Du auch? Discord oder sonst wo. Wir lesen eure Anfragen, aber derzeit brauchen wir keine Tester. Wenn wir die Tester brauchen, schreien wir. Wir sind noch an dem Punkt, wo wir das definitiv nicht machen werden. Es wird bestimmt einen Punkt geben, wo wir euch darum bitten, wenn ihr Know-how habt in dem Bereich, meldet euch. Aber im Moment macht es gar keinen Sinn. Ja. Wird es ein Schaltgetriebe geben, speziell für das Logitech G27 und 29? Nein, wir haben Automatikgetriebe physikalisch verbaut und dabei werden wir auch bleiben. Wir sind ja froh, das in den Griff zu kriegen, weil so Fahrphysik einzustellen bei X Fahrzeugen, die wir implementiert haben, die dann sowohl bei einer analogen als auch bei einer digitalen Steuerung sich gut anfühlen müssen, das ist schon eine Menge Arbeit. Und wenn wir jetzt auch noch unterschiedliche Getriebe einbauen, dann fängt die Arbeit wieder von vorne an, dass sich das halt gut anfühlt im Spiel. Genau. Das machen wir nicht. Dass wir den Rahmen etwas sprengen. Wird es ein Modding-SDK geben? Modding haben wir ja schon ein bisschen was zu gesagt. Genau, das Thema Modding ist so ein, das ist so ein
Prozess, also bei allem, was wir so implementieren, überlegen wir, kann man das nach außen legen? Wollen wir das nach außen legen? Man wird ein bisschen was modden können, aber ich möchte da jetzt noch nicht zu viel versprochen. Also, wenn es soweit ist, werden wir da wahrscheinlich auch entsprechend die News zur Verfügung stellen und dann auch frühzeitig kommunizieren, was alles möglich ist. Ne? Also, was wir eingebaut haben, ist, dass man mit C-Sharp eigene Skripte editieren kann und die werden zur Laufzeit einkompiliert. Damit kann man schon sehr viel anstellen, wenn man so ein bisschen programmieren kann. Repaints, vielleicht Fahrzeugmodelle, dass man eigene Fahrzeugmodelle implementieren kann, dass man sich seine Einheiten selber zusammenstecken kann. Das ist alles so einigermaßen möglich schon, aber das muss natürlich auch organisiert werden in so einem Spiel. Das heißt, wenn wir das dann bei Steam an den Workshop anbinden, da muss es da Regeln geben und es muss auch gewährleistet sein, wenn die Leute etwas modden, dass irgendwie nicht alles durcheinander fliegt. Was ist mit Multiplayer? Ne? Wenn der eine ein Mod installiert hat, wo ein gewisses Skript läuft, der andere aber nicht, ne? Das ist halt immer das, da kann man sich extrem viel Arbeit machen. Da kann einem auch alles um die Ohren fliegen. Da muss man nur so ein bisschen abwägen. Auf jeden Fall ist es unser Ziel, würde ich sagen. Ja, natürlich, klar. Davon lebt ja auch dann so ein Spiel. Und wenn man sieht, was für ein Ehrgeiz und was für Muße die Interesse. Leute schon alleine bei den Repaints da reinlegen, ne? Da muss man sagen, das muss man natürlich weitestgehend unterstützen. Ist mit Unity nicht mal ganz einfach, aber wir schauen mal. Könnt ihr euch bei bei manchen Einsätzen, Ablauf, Dialoge etc. an Feuer und Flamme orientieren? Hey, Ich Feuer und sag mal so. Flamme. Carsten, jede Woche ein Thema bei uns, würde ich sagen. Hast du die neue Folge schon gesehen? Gerade unser Kollege Dirk. Jungs, habt ihr das schon gesehen? Nee, sind noch nicht dazu gekommen. Wären wir fast gesteinigt, würde ich sagen. Definitiv. Vielleicht daher auch so ein bisschen das, worauf wir vorhin eingegangen sind, das Storytelling, Ambiente ist natürlich daher zum Teil inspiriert, würde ich sagen. Ganz wichtige Frage, Carsten. Außer dass die Katze im Bild ist. Wie groß ist der Pool am Einsatzort? Wie viel Liter passen Wasser in den Pool? Ich verstehe die Frage nicht, welcher Pool? Was ist mit Pool gemeint? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich dachte, du hast mir einen Pool verschwiegen. Und es gibt Nein. Poolpartys. Nein. Würde es generell, wenn es Schichten vergeben werden, auch Weihnachten und so weiter geben mit speziellen Einsätzen. Derzeit Nein, das war nicht. nicht so blöd. Ist aber eine coole Idee, was wir auch schon mal durchdacht haben. Vorhin flog das auch mit Silvester durchs Bild. Klar ist sowas möglich, im Moment noch nicht geplant. Jetzt habe ich hier mal wieder den Pressesprecher. Wir haben Indizien. Wir haben Pressesprecher gefunden. Wir haben hier ein Bild, da wurde genau analysiert. In Notruf 1121 hätte ein Pressesprecher sein sollen. Der war geplant. War der geplant, Carsten? Ja, ich habe es mal erwähnt, wobei Pressesprecher ja in Mülheim auch gleichzeitig der Einsatzleiter ist und mein Ansprechpartner bei der Berufsfeuerwehr. Und das vermischt sich halt so ein bisschen. Aber ich habe ja viele E-Dienste mitgemacht. Ich habe aber nie einen Pressesprecher im Einsatz gesehen. Deswegen haben wir das irgendwann auch nicht umgesetzt. Und es war auch irgendwie Sei Dirk. nicht wichtig für das, für das eigentliche Spiel. Genau, ich denke auch wirklich vom Gameplay ist der nicht der spannendste für die Einsätze. Wird es einen Hubschrauber geben? N-n. Wird es Wassereinsätze geben? N-n. Keine auf dem Wasser. Ich Sind sag mal wir. so, wir haben eine lange Liste, da stehen all diese Dinge drauf, aber nichts davon wird zum Release kommen. Und was wir dann irgendwann mal in Zukunft umsetzen, hängt natürlich mit dem Erfolg des Produktes zusammen, wie viel man da noch reinpacken kann, wie viel man da noch umsetzen kann. Irgendwann fliegt einem natürlich auch alles um die Ohren, weil die Welt halt so vollgestopft ist. Aber ein paar coole Ideen werden wir nach Release sicherlich noch umsetzen. Da bin ich eigentlich guter Dinge. Genau. Wird es Rettungsgassensünder geben? Klar. Wir haben ja mit dem auf der Gamescom vorhin erwähnten MAN-Chassis eine eigene Rettungsgassensimulation gemacht, weil das für uns ein Riesenthema ist, das Ganze. Die Problematik vor allem darum.
und ein Awareness zu schaffen, dass es da wirklich ein Problem gibt und was das Problem bedeutet. Die Einsatzgasse ist komplett überarbeitet in Notruf 2, die KI dafür, und wird es Sünder geben? Ja, und das Ganze wird auch viel realistischer, dynamischer wirken, würde ich jetzt mal sagen. Nein, es wird keine Sünder geben. Wird es Fabian, du redest dich gerade über Kopf und Kragen. keine geben? Gar keine. Es ist ja so, es wird ein paar Stellen geben, die sind ganz schön tricky zu befahren oder zu meistern. Aber dass jetzt irgendwie jemand absichtlich die Rettungsgasse versperrt oder falsch rum drin fährt oder sowas, das können wir aus dem Grund nicht implementieren, auch wenn wir das wollten, weil für mich als Spieler ist das natürlich witzig, zu hupen, drumherum zu fahren, über den Standstreifen zu gurken oder mich da durchzuschlängeln, das ist alles nett, aber die KI muss es ja auch können. Und autonomes Fahren zu programmieren ist ja schon im realen Leben für die Automobilindustrie eine Riesenherausforderung, die in den nächsten Jahrzehnten noch auf uns zukommen wird. Und für uns ist das ja technisch gesehen genau dasselbe mit Sensorik und all diesen Dingen. Und deswegen wird es da so diese ganz krassen Fälle können wir eigentlich nicht abbilden. Es sei denn, wir machen da einen speziellen Einsatz halt raus und wir wollen das, dass zum Beispiel kurz auf einer Autobahn bei einem Einsatz wir ein Fahrzeug quasi in die Rettungsgasse stellen und man quasi aussteigen muss und das ganze Werkzeug um das Auto, weiß ich nicht, 100 Meter tragen muss, was ja tragischerweise auch zwischendurch mal vorkommt im Real Life. So einen Einsatz haben wir bisher noch nicht geplant, aber zu den VUs, da sind wir auch noch nicht so weit, dass wir da solche Einsätze halt machen. Aber sowas könnte ich mir halt vorstellen. Aber dass das jetzt so generisch oder zufällig mal passiert, das können wir eigentlich ausschließen. Also die Fahrzeuge werden eine Rettungsgasse bilden und die wird ein bisschen willkürlich sein. Also es wird nicht so sein, dass sie wie an einer Perlenschnur vor mir alle gleichzeitig aus dem Weg scheren, sondern der eine wird mal früher eine Rettungsgasse bilden, der andere wird sich ein bisschen Zeit lassen, der andere kommt mit seinem Hänger vielleicht nicht ganz rum oder sowas. Das wird so ein bisschen organischer halt aussehen, aber es wird nicht so sein, dass wir da Blockierungen machen oder irgendwelche Idioten da uns da Steine in den Weg schmeißen. Werden Personen, die zum Beispiel im Auto eingeklemmt sind, auch schreien oder ähnliches, um Stress aufzubauen? Nee. Nein. Ist derzeit definitiv nicht geplant. Wird es Da ein. muss man jetzt einfach auch ganz kurz, da muss man auch an unsere jüngeren Spieler denken. Und das sind ja so Situationen, die dann auch furchteinflößend sein können. Dann kommen wir ganz schnell mit der USK und PEGI in Konflikt. Und ja, das möchten wir eigentlich nicht. Wird es einen See oder einen Fluss geben, wo man Wasser entnehmen könnte? Also wir haben die Saugschläuche, wir haben diesen Stutzen vorne dran und wir haben auch kleinere Teiche und wir haben einen Fluss. Ob wir das aber bis zum Release umgesetzt bekommen, das weiß ich noch nicht. Das ist so ein Nice-to-have-Feature. Wobei ich es natürlich sehr, sehr cool finde. Gibt es ein Waldbrand, Flächenbrände oder ein Brand von einem Rathaus? Großeinsätze? Nein. Das bekommen wir mit unserer Löschzugröße nicht hin und ist auch nicht unser Fokus mit Notruf 112. Wird es Folgeeinsätze haben oder Folgeeinsätze geben? Kann ich bis jetzt noch nicht so sagen. Weiß ich nicht. Wird man tanken müssen und nach dem Einsatz den Wassertank wieder auffüllen müssen? Sprittanken, nein. Momentan ist der Stand so, dass wir tatsächlich erstmal den Tank wieder auffüllen, bevor wir zurück zur Wache fahren. Dass das ein Gameplay-Element ist. Das ist so der aktuelle Stand. Kann man zwischen Schaum und Wasser an der Pumpe umstellen bzw. wechseln? Ja. Das wird diesmal auch wieder möglich sein, sogar mit einer neuen Pumpensteuerung, die wir auch im Video bei Nordrhein-TV gezeigt haben zum ersten Mal. Oder erst gezeigt, wir haben darüber gesprochen. Ja, wobei das noch ein Work in früher Progress Prototyp ist, ist. sonst Work in Progress alles ist, Genau. aber ja. Wie lang wird die Branddauer sein? Weitaus länger als in Teil 1, würde ich sagen. Komplexer, länger, realistischer. Es kommt darauf an, was brennt.
Also bei einer Wohnung kommt es tatsächlich darauf an, was wir reinstellen. Je mehr Möbel und Brandobjekte wir reinstellen, desto mehr Temperatur haben wir halt in den Raum, den wir auch berechnen. Und desto länger dauert es halt auch oder es brennt halt auch länger, ja. Zur DLK-Frage. Wird man auf den Leiterpark der DLK steigen können? Nein, man steigt nur in den Korb ein. Nur in Anführungsstrichen. Diese Systemvoraussetzungen sehe ich jetzt hier auch zum vierten Mal durchfliegen. Zu den Systemvoraussetzungen können wir im Moment noch nicht zu viel sagen, würde ich sagen, weil wir halt noch mitten in der Entwicklung stecken. Aber nach aktuellem Stand der Dinge würde ich sagen, man kann sich an aktuellen Simulatoren ja, Maßstäbe ziehen. Aber wir haben auch immer mal wieder Laptops im Hinterkopf und wissen, dass ganz viele von euch, vor allem die Nicht-Spieler, sondern die Leute, die eher in der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs sind und oder Berufsfeuerwehr unterwegs sind, oft kann nicht den dicken Gaming-PC zu Hause haben oder auch gerade die jüngeren Spieler, die vielleicht den alten PC vom Papa haben. Und wir wollen euch sicherlich nicht ausschließen und tun im Moment alles dafür, dass auch die Leute Notruf 1222 in einem möglichst guten Mo Möglichkeiten spielen können. Ja, das ist natürlich so ein bisschen, ich muss da manchmal auch so ein bisschen schmunzeln, ne? Dann gerade im Discord, wenn du dir die Wünsche halt anguckst, was die Leute alles drin haben wollen und in welcher Qualität und in welcher Detailgrad und mehr. Das geht natürlich immer alles auf Kosten der Performance und der Leistung. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, hast du natürlich viele Spieler, gerade unsere Fans, die nicht unbedingt aus dem Gaming-Bereich kommen und die Hardware haben, die dann das trotzdem spielen möchten. Und das ist mal für uns natürlich eine riesen Herausforderung und auch ein riesengroßes Problem, beiden gerecht zu werden. Das funktioniert nur über Fleißarbeit. Das heißt, man produziert Assets in einer sehr guten, hohen Qualität und man produziert dieses Asset dann ein zweites Mal in einer mittleren Qualität und ein drittes Mal in einer sehr rudimentären Qualität und versucht das in der Engine so abzumixen, dass man das Ganze skalieren kann. Das heißt, wenn ich alles runterschraube an Einstellungen, dass es dann halt auch auf älteren Rechnern noch läuft. Und das ist natürlich, wenn jemand da so ein High-End-Gerät hat, wie du, Fabian, Schön wär's. dann kann man natürlich alles aufdrehen und alles in voller Pracht genießen. Ne? Und ja, das ist natürlich eine Menge Arbeit, die man da reinsteckt. Wenn man jetzt das nur für eine Konsole zum Beispiel machen würde, wäre es einfacher, weil da hat man die Systemvoraussetzungen und da muss es halt einigermaßen flüssig laufen. Und dann ist gut. Aber gerade auf dem PC ist natürlich die Herausforderung, dass jeder PC halt anders ist. Ne? Ja, da sind wir dran und wir versuchen natürlich, das so weit wie möglich nach unten skalierbar zu machen. Wie weit, das werden wir dann halt sehen. Breitet sich das Feuer aus, auch wenn man in der Ein Moment, wenn man an der Einsatzstelle ist oder erst wenn man beim Ausrücken ist? Das Feuer brennt sich ab Einsatz Gong aus und der Einsatzort beginnt mit dem Einsatzorgan zu sich zu verwandeln, sich zu ja auszubreiten, zu brennen und so weiter. Wenn man zu langsam ist, kommt man an und findet nur noch das Aschehäufchen, würde ich sagen, und wie Carsten immer sagt, kann noch schnell auffegen. Aber mit der normalen Zeit findet man natürlich den besten von uns vorgesehenen Feuerabendmoment. Ja, das balancen wir so ein bisschen. Also wir haben natürlich die Möglichkeiten, so ein Feuer noch auf Sparflamme zu halten, wenn so ein Einsatzort sehr, sehr weit weg ist und man 5, 6, 7, 8 Minuten durch die Spielwelt fährt. Dass man nicht dahin kommt und quasi nur noch so die letzte Qualmwolke sieht und das letzte Flämmchen, was ausgeht. Da haben wir so ein bisschen Einfluss drauf und es wird natürlich Einsätze geben, da ist es echt noch ein Entstehungsbrand. Da kann ich mit wenig Aufwand noch viel retten und manchmal ist es vielleicht auch schon eskaliert und manchmal ist es teilweise entspricht es auch nicht dem, was die Alarmierung hergegeben hat und ich muss vielleicht sogar nachalarmieren, weil ich das alleine nicht mehr in den Griff bekommen werde. Natürlich brennt so ein Feuer nur in den von uns gesteckten Rahmen ab. Das heißt, wir können nicht die ganze Spielwelt abfackeln lassen. Das würde technisch nicht funktionieren. Aber wir haben schon vorgesehen, dass mal mehr brennen kann als nur ein Mülleimer oder nur der Briefkasten, sondern wenn man zu lange sich Zeit lässt, dass dann auch das Drumherum mit abfackeln kann. Ne? Also Zum Beispiel von mal aus so ein einem, Container, das genau, aus Carport. einem Müllcontainer können zwei werden, dann könnte ein Holzunterstand mitbrennen oder ein Gebüsch drumherum oder sowas. Aber dann haben wir schon natürliche Brandschneisen vorgesehen.
dass das Ganze sich auch realistisch halt anfühlt. Welche Funktion wird der PKW bzw. KDOW haben? Das weiß ich noch nicht, das verrate ich noch nicht. kann man die Martinshörner, Pressluft und etc. die Töne ändern später? Ich Vielleicht. Denke, übers Modding wird das definitiv möglich sein. Ja. Es ist geplant. Ich möchte es noch nicht zu 100% versprechen, aber ja. Der Zahnlos-Gamer YouTube hat eine gute Frage gestellt, Carsten. Wir, schieß los. Wir sind schon ein Stück älter. Auch wenn wir uns wirklich gut gehalten haben, würde ich jetzt mal sagen. Commodore 64. Der LS hat eine Version rausgebracht. Gibt es Notruf 112 auch für den C64? Nein. Nee. Wir, für die Spielereien Nein. haben wir einfach keine Zeit. Wir wollen euch ein wirklich gutes Spiel bieten und konzentrieren uns da auf die PC-Version, später dann eventuell auf die Konsolen-Version. Wir sind nicht groß genug für solche Spielereien, auch wenn wir die sicherlich alle gern machen würden. Gerade wenn ich an ein paar Leute aus deinem Team denke, Carsten, die würden sich wahrscheinlich umdrehen und sofort losspurten, die Überstunden dir kostenlos machen, wenn sie sowas machen. Das machen die alles freiwillig. Muss ich mal ganz kurz einmal, Fabian? Ja. Ich bin sofort wieder da. Gut, ich gebe euch einmal kurz dann einen Überblick. Wir haben gleich noch 5 Minuten. Carsten und die Hunde, sage ich euch. Wir haben noch 5 Minuten gleich. Ein paar Fragen machen wir noch. Ich, die Katze, Carsten, den Hund, sage ich euch. Nach den der Hund Minuten hat vor der Tür gejault. Bevor man nichts mehr versteht, habe ich ihn einfach mal reingeholt. Sag, Tag, Hops. Hallo, fein. So, und jetzt geh spielen. Die Katze ist weg. Genau. nach den 5 Minuten, jetzt den 5-6 Fragen, die wir noch machen, werden wir noch 1-2 Fragen offline aufnehmen, die ihr dann auf YouTube exklusiv sehen könnt. Wie sieht es mit dem Rauchvorhang aus? Wird es einen Rauchvorhang geben? Wird es Nullsicht geben? Ja, man kann in einem aktuellen Bild kann man einen Rauchvorhang setzen. Den Befehl kann man halt geben und ja, man, wir können es so weit treiben, dass man wirklich gar nichts mehr sieht. Aber beim Spielen hat sich heraus oder beim Testen hat sich herausgestellt, dass es doch ganz nett ist, wenn man wenigstens gerade, wenn man sich hingehockt hat, noch ein bisschen was sieht. Das heißt, wir werden da irgendwie wahrscheinlich so eine Mischung machen zwischen, man sieht noch ein bisschen, wo man hinlöschen muss und wo das Feuer ist, bevor man so völlig im Blinden tappt. Also wie gesagt, wir hatten auch Versionen, da war das halt so, da wusste ich gar nicht mehr, in welchem Raum ich bin. Ja. Da muss man natürlich auch ein bisschen noch ja, an den Spieler denken, der jetzt nicht so super core ist. Aber ja, es gibt eine Menge Rauch in den Brandwohnungen. Eine ganz wichtige Frage. Gerade, wo wir meine Katze vorhin gesehen haben, deinen Hund vorhin. Wird es Tierrettung geben? Ja, die eine haben wir schon auf der Gamescom oder kurz nachher Gamescom gezeigt. Die Katze auf dem Baum. Vielmehr ist im Moment in die Richtung nicht geplant, aber ich glaube, wir haben auch schon ein paar Sachen auf der Liste, die man noch als Tierrettung machen könnte. Ja, so Tierrettung wäre auch ein schönes DLC später, das kann man gut vorstellen. Katzen gehen immer, Fabian. 2 Stück hier, da. kann der Einsatzleiter mehr als in Teil 1 machen? Ja. Und zwar einiges. So viel. Von der Einsatzleiter bzw. Gruppenführer, die haben jetzt natürlich von uns insofern eine Erweiterung bekommen, als dass sie natürlich die Ortsbegehung machen und dementsprechend auch Informationen sammeln und Informationen dann halt weitergeben an die Trupps. Das wird sich halt anders anfühlen. In dem Arnska-Video gehen wir so ein bisschen darauf ein. Da will ich noch gar nicht so viel spoilern, damit der Arnska auch noch ein paar Klicks abbekommt. Da müssen wir einfach mal schauen. Ja, man hat ein bisschen mehr was zu tun. Genau. Also wir haben sowieso sehr jetzt bei der Entwicklung den Fokus darauf gesetzt, dass alle Einsätze und alle Rollen, die ich übernehmen kann, dass das alles noch ein bisschen mehr Spieltiefe hat als im ersten Teil. Aber da geht es dann in die Tiefe, in die Details und nicht so in die Breite. Ne? Also das also ganz viele Beispiele dafür, wo einfach ein bisschen mehr zu tun ist, ein paar Hingriffe mehr zu machen, wo ein bisschen mehr simuliert wird als im ersten Teil. Genau. So, lass uns mal noch 2 Fragen machen und dann
habe ich hier auch noch zwei Fragen, die wir für später uns behalten. Lass uns nachher auf jeden Fall auf das Polizeifahrzeug noch einmal eingehen. Ich habe hier sau oft gesehen, wird man das Polizeifahrzeug auch fahren können? Müsst ihr nachher mal auf YouTube vorbeigucken, würde ich sagen. Die Schaumpistole, kann man die benutzen? Nein. Nicht? Ach nein, die Schaumpistole nicht. Wir können an der Pumpe umschalten zwischen Schaum und Wasser, aber die Schaumpistole nicht. Die Schaumpistole nicht. Wird der RD mit Ger Kann man alle Geräte an den Fahrzeugen diesmal benutzen oder wieder nur ausgewählte? Kann man alle benutzen? Ich müsste jetzt selber auch lügen. Man kann viele benutzen, nicht 100% alle, also nicht zum Release, sondern immer die Dinge, die einsatzrelevant halt sind. Hier eine gute Frage, Carsten. Wie viele Spielstunden habt ihr schon in Notruf 1122? Ich mach Steam mal auf, ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht so viele, weil ich immer auf unserem Stimmt. internen System teste. Aber ein paar Mitarbeiter haben einige hundert Stunden schon zusammen. Das beantworte ich gleich ganz zum Schluss für euch noch. Wird es möglich sein, Tachodaten oder Kartendaten abzurufen und diese auch extern für Anwendungen bereitzustellen, wie den Tacho-Server für Eurotruck? Ich denke, übers Modding wird das definitiv möglich sein. Ob wir eine eigene Schnittstelle bieten, ich glaube, derzeit ist das nicht geplant. Dann lass uns noch als letzte Frage hier online nehmen, das Zumischen. Wird man zumischen können von Schaum? Nein, machen wir wie im ersten Teil über die Pumpe, über die Pumpensteuerung. Genau, so, ich bin gerade mal bei Steam online gegangen und als letztlich verrate ich euch jetzt hier 126 Stunden auf dem Account, wobei ich auf verschiedenen Accounts unterwegs bin und an verschiedenen PCs. Mit dem hier habe ich zumindest 126 Stunden und vielleicht verraten wir eins noch, Carsten. Wie heißt der Notruf 2 im Moment intern bei uns? Ich bin nicht Producer hier, ich darf das nicht Schlauchspiel 2. verraten. Schlauchspiel 2 haben wir es im Moment genannt, intern. Und Und das war ein Producer, der gar nichts mit dem Produkt zu tun hat, der sich den Namen ausgedacht genau. hat. Deswegen distanzieren wir uns alle davon. Grüße ja. gehen raus, Martin. Genau, Kollege Martin im Produktmanagement hat sich um den Namen bemüht. Ja, lass uns vielleicht erstmal ein paar Worte noch an die Leute richten, bevor wir dann noch die zwei, drei Fragen aufnehmen. Unglaublich. 100 Leute hier auf Discord. Mit so viel haben wir vielleicht maximal gerechnet. Ich habe keine Ahnung, wie viel bei Kaktussoße auf Twitch zwischenzeitlich unterwegs waren. Das wird er uns bestimmt nachher auch mal berichten können. Aber ich denke, mit dem Feedback, was wir von euch hier bekommen, was wir bestimmt auch noch im Nachhinein bekommen werden, können wir auf jeden Fall sagen, einmal von öfters. Bei Interesse Auf zu jeden Fall. gegebener Zeit werden wir das sicherlich nochmal machen, sei es in der Konstellation oder vielleicht auch mal mit jemand anders oder sonst was. Vielleicht auch mit Gameplay oder ähnlichem. Danke für eure Fragen. Danke fürs Zuschauen. Und wir halten euch hier auf dem Discord auf dem Laufenden mit Bildern und viel mehr und freuen uns über euer Feedback, was wir uns immer anhören. Danke vor allem auch an Carsten oder da Carsten und auch an Carstens Team, was sich wirklich in Notruf 2 extrem austobt und extrem schöne Arbeit macht. Es gibt so viel, was wir euch am liebsten jetzt schon zeigen wollen. Aber wir müssen noch ein bisschen Kuchen fertig behalten, bis der an euch zurückkommen kann. Wie das Marketing sagt, wir müssen den Spannungsbogen halten. Genau. Langsam anfangen und dann nachher die Explosion. Genau. Ja, mir bleibt nichts anderes, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Danke für den schönen Ebenfalls, ja. Abend und alles Gute, bleibt gesund, würde ich sagen. Macht's gut. Ciao. Ja, Carsten, wie eben gesagt, nehmen wir noch ein paar, beziehungsweise zwei Fragen, haben wir gesagt, für YouTube auf. Einmal wurde öfters die Frage gestellt zum Polizeiauto. Wird man das Polizeiauto fahren können in Notruf 1222? Nach aktuellem Stand nicht. Man wird es nicht fahren können.
Aber ich weiß, woher die Frage kommt, weil wir haben die ja in dem Showroom drin und da kann man ja die Türen aufmachen und es ist ja auch von innen aus modelliert, wenn es jetzt auch nicht in der Qualität der anderen Einsatzfahrzeuge ist. Warum ist es überhaupt in dem Showroom drin? Wir haben die Pole einfach ein bisschen mehr ins Gameplay involviert. Im ersten Teil war es ja so, die waren halt da und sind dann so schrankenartig zur Seite gefahren, so nach dem Motto, sie haben da Pseudo abgesperrt. Das haben wir so ein bisschen aufgebohrt, dass wir gesagt haben, wir haben ja das Nachalarmieren implementiert. Warum kann man bei manchen Einsätzen nicht auch die Polizei alarmieren, nachalarmieren, mitalarmieren? Es wird halt so sein, wenn ein Notruf reingeht, dass manchmal die Polizei schon vor Ort ist. Es wird aber auch Einsätze geben, wo die Polizei gleichzeitig alarmiert wird und die Polizei hat ihre eigene Polizeistation, wo dann zwei Einsatzkräfte einsteigen und genauso wie die Feuerwehr zum Einsatz fahren und dort ihre Parkposition haben. Und das kann natürlich ganz nett sein, je nachdem, wo der Einsatz ist in der Welt, kann sein, dass ich mal zuerst da bin, mal ist die Polizei kurz vor mir da, mal sehe ich, wie die mich vielleicht überholen oder eine andere Straße nehmen oder sowas. Das heißt, irgendwie, da ist auch die Spielwelt oder die Einsatzfahrt da noch ein bisschen lebendiger. Und es wird auch Szenarien geben, wo ich die Polizei einfach nachalarmiere. Zum Beispiel wegen Gaffern oder aus irgendwelchen anderen Gründen, weil ich denke so, hier sind so viele PKWs unterwegs. Ich habe zwar schon abgesperrt, aber ich möchte, dass da irgendwie auch noch die Polizei aktiv wird oder mir irgendwas an dem Einsatz nicht geheuer ist oder weil ich hinterher den Einsatz an die Polizei nach Abarbeiten übergeben möchte. Genau. Vielleicht, wo wir bei den Einsätzen gerade wären, lass uns direkt bei denen bleiben und einfach mal den Zuschauern erzählen, was ist eigentlich anders an den Einsätzen von Notruf 112 Teil 2 zu Teil 1. Kannst du uns da noch ein paar Wörter zulassen? Ja, kann ich gerne. Ja, unsere Vision oder das, was wir halt vorhaben, und ich hoffe, dass dieser Plan auch aufgeht, momentan fühlt sich das schon ganz gut an, ist, dass wir die Einsätze ein bisschen, ja, wie soll ich es nennen, ein bisschen beseelter machen, dass wir ein bisschen mehr Atmosphäre reinbringen, dass wir dem Ganzen so ein bisschen mehr Geschichte mitgeben. Das müssen gar nicht viele große Dinge sein. Das sind dann oft vielleicht auch so Kleinigkeiten, die man über das Level-Design halt macht, weil wir haben ja jetzt dadurch, dass wir feste Einsatzorte haben, noch ganz andere Möglichkeiten, dort einfach Assets zu setzen und auch über Assets so ein bisschen Geschichte zu erzählen. Also, das sollen Dinge sein, die auch vielleicht im Kopf des Spielers stattfinden, die gar nicht so ins eigentliche Gameplay involviert sind, sondern die sich so durch das Abarbeiten und Beobachten der Szene einfach ergeben. Also, wir stellen uns das so vor, oder andersrum, die E-Dienste, die ich mitgemacht habe, war das immer so, man ist mit rausgefahren und das war viel Adrenalin und da war der Einsatz und haben den abgearbeitet. Ich habe viele Fotos gemacht und habe mir viele Dinge angeguckt, aber richtig spannend war nach dem Einsatz, auf der Rückfahrt oder an der Wache halt selber, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dann haben die Leute halt dann die Geschichten erzählt, ne? Genau. Also Geschichten, die sie mitgenommen haben aus dem Einsatz, die mir auch gar nicht aufgefallen sind. Also Dinge wie zum Beispiel Gespräche, die einer mitbekommen hat oder Dinge, die jemand gesehen hat. Das sind manchmal traurige Dinge, manchmal aber auch sehr lustige Dinge und manchmal reden die auch zum Beispiel darüber, so, wie es oder die mutmaßen, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist, ne, zu diesem Einsatz. Und also ein ganz, ganz kleines, banales Beispiel wäre zum Beispiel bei einem VU, dass man nicht einfach nur zwei Autos in die Welt platziert, die aufeinander geknallt sind, weil einer gebremst hat, sondern dass wir uns auch darüber Gedanken machen, warum hat der gebremst und den Spieler das entdecken lassen, indem zum Beispiel ein roter Ball unter dem Motor Genau. klebt oder hängt. Wenn ich dann als Spieler rumgehe und sehe den Ball, dann denke ich mir so, ah ja, klar, der hat gebremst, weil er dachte, da rennt jetzt gleich ein Kind auf die Straße oder sowas. Ne, dann hat das Ganze schon wieder eine kleine Geschichte zu erzählen. Oder wir haben einen Einsatz zum Beispiel, wo ein LKW an einem Supermarkt hinten an die Laderampe rangefahren ist und der hat beim Rückwärtsrangieren hat der zwei Begrenzungspfosten mitgenommen und hat die umgenietet. Die würden wir dann zum Beispiel, es ist ja jetzt nicht so viel Aufwand, die zu modeln, in die Welt setzen, wie die halt so abgeknickt sind und da laufen halt Betriebsstoffe aus. Und dann habe ich einen ganz normalen Einsatz mit einem KEF, wo ich mit Bindemitteln wieder arbeite und diese Betriebsstoffe aufnehme. Das kann aber auch dann für den Spieler interessant sein, vielleicht den LKW-Fahrer mal anzusprechen und ihn zu fragen, was passiert ist. Und wenn er sagt, so, er hat keine Ahnung, ich sehe aber schon die Pfosten da, dann kann ich mir meinen Teil denken. Ne? Der wird uns Und nicht wieder vielleicht, weiter erzählen. und genau, vielleicht
Das ist jetzt nicht irgendwie, hat keine Auswirkungen auf das eigentliche Gameplay oder den Ablauf des Einsatzes, aber man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass wir vielleicht hier und da aber auch noch zusätzliche Elemente aufbauen, dass der Spieler mal auf die Idee kommt, sagen, oh, dann gucke ich vielleicht mal nochmal unter den Motor und siehe da, da tropft es noch und ich stelle da zum Beispiel eine Wanne drunter. Ne? Und solche Sachen. Also das ist das, wo wir so ein bisschen halt hinwollen, wo wir die Einsätze auch ein bisschen hinbringen. Das macht natürlich nicht bei jedem Einsatz Sinn, aber bei manchen Einsätzen ist es einfach so ein bisschen nett, die so ein bisschen beseelt zu machen. Und ja, natürlich sind wir da sehr von Feuer und Flamme inspiriert und der Spieler wird vielleicht das ein oder andere auch wiederentdecken, wo wir uns dran orientiert haben. Ich bin mal gespannt. Genau. Super. Ich würde sagen, danke nochmal an dich, Carsten. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.